Bevor ihr jetzt den Dip kauft und in ein fallendes Messer greift, möchte ich euch auf Tagesbasis den 200er Moving Average zeigen, um das Ganze etwas klarer zu analysieren. Viel Spaß mit dem Video. Hallo zusammen, mein Name ist Raphael von Finance Coach. Ich heiße euch recht herzlich willkommen zu diesem Video. Und wenn ihr uns auch ein Like da lasst, würden wir uns sehr freuen. Haut auch gerne auf den Abo-Button und für die, die es richtig wissen wollen, haut auch gerne auf die Glocke, dann verpasst ihr kein Video. Wie schon im Intro erwähnt, wir gucken uns heute auf Tagesbasis den Nasdaq an mit dem 200er Simple Moving Average. Ich möchte euch aber erst einmal den Fear and Greed Index von CNN zeigen. Der steht im Moment auf 18 und ihr wisst, wenn wir in einem extremen Angstbereich sind, sagt Warren Buffett immer, jetzt ist die Zeit zu kaufen. Gegenüber dessen steht natürlich der extreme Gierbereich, also Extreme Greed. Also wenn die Gier am höchsten ist, dann ist es Zeit zu verkaufen. Wir könnten also jetzt sagen, es wäre schon Zeit, nochmal etwas nachzukaufen. Ich möchte euch aber trotzdem etwas zeigen, was wie gesagt mit dem 200er Simple Moving Average zu tun hat. Aber es spricht natürlich nichts dagegen, wenn ihr vielleicht jetzt kleinere Positionen in euer Buy-and-Hold-Konto mit euren Blue-Chip-Stocks, also große Titel, wieder mit aufnehmt und ein bisschen nachskaliert, in Anführungszeichen. Es ist immer okay, bei solchen Situationen nochmal was nachzukaufen, aber nicht volle Investitionen. Also habt immer noch ein bisschen was in der Hinterhand, damit ihr auch nochmal, wenn der Kurs weiter runterkommt, nochmals nachkaufen könnt. Es ist natürlich immer von eurem Portfolio und von der Anlagestrategie, die ihr fahrt, abhängig. Aber ich habe euch jetzt, wie gesagt, hier in der gelben Linie den 200er Simple Moving Average mitgebracht. Und es ist heute, beziehungsweise am 5. August, also vor ein paar Tagen, etwas passiert, was wir schon lange, lange nicht mehr gesehen haben. Wir hätten es fast wieder gesehen am 25. Oktober. Das letzte Mal gesehen haben wir es aber am 9. März, am 10. März 2023. Was meine ich, was wir gesehen haben? Und zwar entweder das Berühren dieses Indikators beziehungsweise das Brechen dieses Indikators. Die kleine Linie, die ihr hier seht, das ist ein 45-Tage-Simple-Moving-Average. Dazu komme ich später, weil das Crossing von den zwei auch sehr aussagekräftig sein kann. Wie ihr jetzt seht, haben wir in den letzten Wochen richtig gut abverkauft. Das Ganze war tatsächlich von dem Hoch plus minus, ja, gute 17%, 17,3%, die wir jetzt in den letzten Wochen abgegeben haben. Kann man jetzt hier schon von einem Crash sprechen? Absolut nicht. Wenn ihr seht, wie wir hier in einem Aufwärtstrend waren und das Ganze dann wirklich über Monate hinweg wirklich gekauft wurde, ist es auch nur logisch, dass der Markt irgendwann mal ein bisschen Luft holt. Die Gründe, das ist jetzt nochmal eine ganz andere Sache. Wir gehen jetzt, wie gesagt, hier auf die ganz normale Charttechnik ein und die zeigt uns einfach, dass wir jetzt hier an diesem Punkt, in dem wir jetzt gerade sind, nochmal etwas aufpassen müssen. Auch wenn wir hier diesen Durchbruch gesehen haben mit einer längeren Lunte, müssen wir, wie gesagt, aufpassen, weil wir an einem Level sind, das sehr, sehr wichtig ist. Also wenn wir uns das mal ganz, ganz banal einfach hier einzeichnen, dann seht ihr, dass hier ja eine Range stattgefunden hat. Und die wichtigen Punkte wären jetzt hier die 17.126 plus minus, wo wir dann doch mal runterdippen könnten, beziehungsweise das obere Ende der Range hier bei ungefähr 18.700. Das heißt also, wenn wir jetzt in den nächsten Tagen sehen, dass der Kurs sich weiter unter den 200er EMA entwickelt und dann auch hier auf Schlusskursbasis schließt bzw. drunter bleibt, dann müssen wir aufpassen. Ich gehe ehrlich gesagt davon aus, dass wir dann, wenn dieses Szenario passiert, dann eher nochmal eine Range-Ausbildung sehen. Das heißt also, wir könnten nochmal hier so ungefähr laufen und dann aber auch nochmal zurücklaufen. Aber es ist wie gesagt eine Range-Ausbildung. Und warum das so ist, ist, weil der 45-Tage-Durchschnitt dann in diese Richtung kommen wird, wenn der 200er dann auch nochmal so dreht. Das heißt also, ich gehe auf längerfristige Sicht davon aus, dass wir dann, wenn wir dieses Crossing hier irgendwann sehen, und das ist das auch, was ihr hier unten gesehen habt, dass dann der Bärenmarkt vollkommen intakt ist. Also ihr seht dann, dass der Abwärtstrend, der sich jetzt hier relativ schnell entwickelt hat, in einer Korrektur nochmal zurückkommen könnte, das bestätigt. Also dann hätten wir hier auch eine schöne Schulter-Kopf-Schulter-Bewegung oder Ausbildung, wenn ihr das so nennen wollt. Und dann werden irgendwann diese zwei Simple Moving Averages sich kreuzen und das Ganze würde dann nochmal in eine Korrektur gehen und dann hätten wir auch nochmal Luft, weiter viel, viel Luft bis, ich sag mal, hier unten zu der 16.100 psychologisch, beziehungsweise
die untere Range-Grenze von diesem Bereich bis zur 14.000. Passiert das jetzt schnell? Definitiv nicht. Es stehen immer noch Zinsentscheide an. Jerome Powell bzw. die Fed sind ja auch am Überlegen, ob da nochmal was kommt, ob die jetzt kurzfristig eine Zinssenkung veröffentlichen oder am Markt durchführen. Das wird sich alles noch zeigen, aber es werden noch einige Entscheidungen treffen, die den Markt definitiv noch hier und da etwas bewegen können. Ich möchte euch jetzt nur zeigen, dass der Dip noch nicht vorbei ist. Es kann also gut sein, dass wir, wie gesagt, nochmal Level sehen, die etwas tiefer sind und dann bis zur 16.000 definitiv noch Luft haben. Nicht heute, nicht morgen, aber vielleicht in einigen Wochen oder vielleicht sogar in ein, zwei Monaten. Ihr wisst, es gibt ja auch immer noch die Weihnachtsrallye. Mal sehen, wie die aussieht. Aber wie gesagt, bevor ihr jetzt mit allem, was ihr habt, da reinspringt, passt bitte auf. Der Dip kann noch nicht vorbei sein. Es bleibt jetzt spannend, wie sich das Ganze entwickelt. Ich sehe es ehrlich gesagt weder noch extrem long noch extrem short, weil wir aktuell in einer Preisfindung sind, wo der Markt sich erst entscheiden muss, wo er hinläuft. Das Szenario, von dem ich jetzt ausgehe oder was halt passieren kann, habe ich euch jetzt gezeigt. Deswegen trefft eure Kaufentscheidung, wenn ihr long gehen wollt, mit Bedacht. Mit Optionen könnt ihr es natürlich auch gerne umsetzen. Wir besprechen das auch immer gerne in unserem Club. Und deswegen passt, wie gesagt, bitte auf euer Geld auf und überdenkt eure Entscheidung. Nehmt gerne solche technischen Analysen mit an die Hand. In dem Sinne sage ich vielen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch auch eine schöne Restwoche. Bis zum nächsten Mal. Ciao.